Deine Tante ist eine sehr glückliche Frau, Angelica. Denn sie hat zwei Leben. Sie hat das Leben, das sie führt, und das der Bücher, die sie schreibt. Mrs. Dalloway sagte, sie kauft ihre Blumen selbst. Mrs. Dalloway sagte, sie kauft ihre Blumen selbst. Sally, ich glaube, ich werde die Blumen selbst kaufen. Drei verschiedene Frauen. Das ist das Leben, das ich mir immer gewünscht habe. So habe ich mir unser Glück vorgestellt. Jede von ihnen lebt eine Lüge. Lena, dir zuliebe wünschte ich, ich könnte in dieser Ruhe glücklich sein. Jede setzt das Leben eines anderen. Guten Morgen, Mrs. Dalloway. Über das eigene. Das ist genau das, was wir tun. Das tun alle. Sie bleiben füreinander am Leben. Was ist mit deinem eigenen Leben? Warte nur, bis ich tot bin. Dann musst du an dich selbst denken. Mom, was ist mit dir? Er sieht mich an, als ob er sagen wollte, dein Leben ist so belanglos. Wichtig ist nur, ob du denkst, dass das stimmt. Man hat mir mein Leben gestohlen. Virginia, du bist verantwortlich für deine geistige Gesundheit. Ich bin umgeben von Ärzten. Überall werde ich von Ärzten überwacht, die sich in meine Angelegenheiten mischen. Wir backen einen Kuchen für Daddy, so zeigen wir ihm, dass wir ihn lieb haben. Weiß er sonst nicht, dass wir ihn lieb haben? Ganz genau. Ich weiß nicht, was geschieht. Mir ist, als würde ich mich auflösen. Komm ins Bett, Laura Brown. Ich erinnere mich an einen Morgen. Ich war früh aufgewacht und hatte das Gefühl, alles wäre möglich. Ich weiß noch, wie ich dachte, nun brechen glückliche Zeiten an. Diese Gefühle habe ich für immer verloren. Mami, ich liebe dich. Mach dir keine Sorgen, es ist alles gut. Du bist mein Schatz. Wenn man das Leben genau ansieht, es so nimmt, wie es ist, es so lebt, wie es ist, hat jedes menschliche Wesen ein Recht darauf.